Dann schauen wir uns doch mal den Garten an. Also ich habe zwischendurch schon ein bisschen was geerntet, aber ja, noch ein paar sind fertig geworden. Also Karotten kennen wir ja schon. Da sind Karottensamen. Die Seite ist noch nicht ganz so weit. Ich habe hier, dass er weiter war, es war echt zu wenig Platz. Gerade jetzt, wo wir drei verschiedene Sachen haben zum Anbauen. Und die Bienen dann halt jeweils neben die beiden Eichen. Das vielleicht noch ein Ticken näher ran, aber bisher geht es mit dem Platz her. So, Zwiebeln. Zwiebelschößling und Zwiebel. Okay, keine Rezepte? Also als wir die Rüben rausgeholt haben, gab es neue Rezepte. Surprise, surprise. Und zwar auch für... Herstellung hier. Ein Gewürzaufhänger, eine Kesselverbesserung. Löwenzahn, Karotten, Pilze, Disteln, Rüben, drei Stück und eine Werkbank. Wir haben drei Rüben. Die hier brauchen leider noch. Das heißt, wir können die Erweiterung bauen, aber dann nicht selber irgendwas kochen. Aber das sollte dann ja bald passen. Also machen wir das doch mal. Alchemie. Ich weiß gerade nicht, Disteln auch. Pilze waren noch dabei. Und zwei Karotten. Mist. Ich glaube, an den Karotten wird schneller. Wir haben jetzt nur eine Karotte. Nicht ernsthaft? Karotte gesund, 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 gesund. Die sind alle nicht fertig. Ja, na gut. Geht die Sonne gerade unter oder geht die auf? Sonst könnten wir vielleicht noch mal kurz schlafen, damit es fertig wird. Können wir schlafen? Oh ja, sehr gut. Dann sollten sie jetzt danach fertig sein. Im Hintergrund schmilzt auch noch Eisen. Ich habe nochmal zwei Ladungen Eisen geholt. Nicht auf die beste Art und Weise. Ich dachte mir, komm, gehen wir nicht immer zu denselben Dungeons hier bei uns, sondern springen wir rüber zu dem Knochenwanst. Und hier ist ein Dungeon. Und gehen wir da einfach mal rein. Aber ich habe dann vergessen, dass wir dann mit dem Eisen halt nicht das Portal wieder nach Hause können. Also habe ich Eisen geholt, habe es ins Schiff geladen, habe Eisen geholt, habe ins Schiff geladen und bin dann mit dem Schiff einmal hier in den Kreis gefahren und wieder zurück. Also ja, zwei Ladungen Eisen sind nochmal da. Ich glaube, eine Ladung ist auch noch unten beim Boot, oder? Das sollte ich vielleicht kurz checken, nicht, dass das noch irgendwie kaputt geht. Karotte. Ah, sehr gut. Karotten, neue Karottensamen. Rübe brauchen noch ein bisschen. Zwiebelschößling, Rübensaat, Karottensaat. Nee, ich hätte gerne aus den Karottensamen ganz normale Karotten. Dass wir davon ein paar haben, um die ganzen Rezepte zu machen. Also das Potenzieren von der Anzahl an Samen ist zwar ganz nett und so. Aber wir wollen auch was zwischen den Kiemen haben. Ich habe immer noch genug, ne? Ja, okay. Bau. Ein Gewürzaufhänger. Können wir dich an die Decke hängen? Würde Sinn machen bei einem Aufhänger. Kessel zweite Stufe. Schwarzsuppe, Zwiebelsuppe, Rübeneintopf, Schmutzshake. Zwiebelsuppe. Einfach nur drei Zwiebeln. Schwarzsuppe. Ist Rübe, Honig und Blutsack. Würste. Oh, die Innereien werden wir los. Sehr schön. Wildfleisch, Innereien und Disteln. Da. Die Disteln haben wir auch noch dabei. Innereien fehlen. Da sind ein paar von vorrätig. Und es kommen auch vier auf einmal raus. Es ist zwar technisch gesehen Kannibalismus, aber die Stats sind gut. So.
Ja, ich würde sagen, das ist dann eins unserer neuen Standardessen. Rest kann hier rein. Wiegt das viel? Ah, 5 Kilo. So, die Haxen können auch mit. Ich denke mal, wir werden auch in Zukunft regelmäßig Wölfe töten. Also auch die das Wolfsfleisch sollte passen. Irgendwas für Ausdauer wäre noch ganz gut. Die können wieder zurück. Das wäre dann wahrscheinlich die Zwiebelsuppe. Aber 3 Stück. Und es kommt nur eine Suppe raus. Der Schmutzshake wäre Ausdauer. Das wäre Schlamm, Himbeeren und Blaubeeren. Klingt auch super lecker. Der Schlamm, ne? Ja, haben wir mehr als genug. Schmutzshake. Mach dich munter. Ist einfach ein Humpen mit Schlamm drin und einer Himbeere und einer Blaubeere drauf. Super. Aufgespießt. Was geht zuerst flöten? Wir haben nicht genug Himbeeren. Ja, okay, also Himbeeren konzentrieren, dass wir die einsammeln. Wir brauchen auch einen neuen Spot für das Gemüse. Die Kisten hier reichen nicht mehr. Schmutzshake. Schlamm weg, Disteln weg, das weg. Das Essen da rein. Ja, sehr gut. Heißt, wir sind soweit, würde ich sagen, gut vorbereitet. Wir können jetzt, wir könnten wieder Knochenwanz versuchen mit dem Hammer. Also wir könnten den nochmal aufwerten. Bräuchten wir 4 Imir-Fleisch. Hauen 67. Hauen. Das sind nur 6 Punkte mehr. Wir gucken erstmal so. Wir springen jetzt abermals durch das Portal beim Knochenwanz. Und gucken, ob es im Hammer überhaupt einigermaßen funktioniert. Wenn wir merken, dass es gut klappt, versuchen wir es wieder durchzuziehen. Oder wir springen dann halt weg, stufen das auf und wissen halt, dass es dadurch dann noch besser klappt. Ja. Ich habe jetzt nichts vergessen. Ne? Wir haben den Trank, wir haben Heiltränke, wir haben die Rüstung an. Ja, nee, sollte okay sein. Ich Händler. Knochenmanst. Genau, das Boot ist jetzt nicht mehr da. Das Boot ist bei uns vor der Tür und hat immer noch Eisen drin, das ich vergessen habe zu entladen. Ich glaube, ich bleibe erstmal bei Axt und Schild, bis wir da angekommen sind. Eiktür können wir auch vorbereiten. Oh, ja okay, er hat sich regeneriert. Und der ist noch aktiv, also wir müssen ihn nicht neu beschwören. Das ist gut, schlecht. Gut, wir müssen jetzt nicht die Knochen nochmal reinwerfen. Schlecht. Er lungert jetzt die ganze Zeit hier rum. Oh, der Gifttrank. So. Sieht schon cool aus, ja. Irgendwo schießt noch ein Skelett. Ah ne, ein Drauger. Zu stabil. Okay, also gegen Drauger hat schon mal nicht geholfen. Heiltrank. Den müssten wir ganz normal parieren. Knochenwanz kann man noch nicht testen. So, der ist weg.
spawnst. Das ist nicht wirklich viel besser, oder? Also ja, es ist sichtbarer Schaden. Bin von dem Hammer nicht überzeugt. Ne, drei Schläge gegen das Gesetz schaffe ich mit dem Schild auch. Also mit Axt und Schild. Ja, so kann ich wenigstens parieren. Enttäuschend, enttäuschend. Gegen den Golem ist es vielleicht immer noch eine gute Waffe. Das müssen wir dann schauen. Und wie wir den jetzt besiegen? Hinten ran. Ja. Okay. Versuch was wert. Tschüss, Knochenwanst. Wir verschwinden wieder ins Gebirge. Und versuchen da Sachen zu finden, die uns stärker machen. Also, das weg, das weg. Spuck dich aus, ist okay. Also wir tauschen jetzt den einen Gifttrank, den wir nicht mehr haben, aus gegen Frostschutztränke. Ist nicht wirklich wichtig. Also Tränke, Frostschutz, zwei Stück. Das kann ich... Wir brauchen eine dritte Ausrüstungskiste. Ja. Krams reparieren müssen wir nicht unbedingt. Aber machen wir auch fix. Gut. Heiltränke hätte ich noch ganz gerne. Ich habe auch schon welche in Auftrag gegeben. Ah, die sind noch fertig. Schön. Da. Und da. Die machen das doch ein wenig angenehmer. So, wir haben gute Pfeile. Wir haben Frostschutztränke. Wir haben Heiltränke. Wir haben unsere normale Rüstung. Bringen wir zu welchem Gebirge? Also hier in dem Zipfel unten war nichts. Da bin ich mir noch nicht sicher. Machen wir mal unseren Kamm hier. Ich glaube, der ist einfacher zu durchschauen. Da können wir nämlich vom Dorf aus direkt nach... Kann währenddessen laufen. Vom Dorf aus direkt nach Norden. Und dann können wir dem Kamm des Gebirges folgen. Und sollten eigentlich nichts allzu Wichtiges verpassen. Weil es halt nur ein so ein Streifen ist. Also hier einmal hoch. Warte, die Wildschweine nehme ich jetzt gerne mit wegen dem neuen Essen. Die hau ich aber nur zum Spaß um. Himbeeren waren auch eine Sache. Schon nett so ein eigener Garten. Also was jetzt die Grundversorgung mit Nahrung angeht. Ist nur echt schade, dass unsere Waffen irgendwie... Also wir könnten noch den einhändigen Streitkolben ausprobieren. Aber es wird wahrscheinlich eher daran liegen, dass Ashlyn gar kein Training hatte mit den Waffen bisher. Und dementsprechend auch weniger Schaden verursacht. Mit der Axt hat sie viel. Ja. Deutlich mehr als Schlagwaffen. Aber Äxte sind wohl genau das Falsche gegen die Art von Gegner. Was aber auch Sinn macht, weil das ist hier so eine Art Schlamm-Skelett-Mischung. Da sind Schnittwaffen wohl echt nicht das Beste. Also könnte man den einhändigen Streitkolben nutzen.
damit ein bisschen trainieren. Bei solchen Jungs hier. Und dann irgendwann den angehen. Gegen was hast du da gerade gekämpft? Also ich sag ja, Ash ist eigentlich schon ziemlich tough, deswegen wundert mich das ein wenig. Mit dem Knochenbanst. Aber es gibt ja bestimmt auch irgendeinen Trick. Vielleicht kriegt er wesentlich mehr Schaden, wenn er brennt. Ich habe die Feuerpfeile halt vergessen. Oder es gibt irgendeine Waffe, außer jetzt im Streitkolben, die genau für ihn ganz praktisch wäre. Nicht entmutigen lassen, jetzt haben wir erstmal Spaß im Gebirge. Und achso, Frosttrank. Das brauche ich nicht, das brauche ich nicht, das brauche ich nicht, das brauche ich nicht. Also schön Augen offen halten nach irgendwelchen Höhlen oder Türmen oder irgendwas, wo man reingehen kann. Das war bisher in jedem Gebiet vorhanden. Obsidian können wir zwischendurch auch mitnehmen, wenn wir es sehen. Bei diesen Dracheneiern weiß ich halt nicht. Wir haben schon ein Drachenei hier im... Oh, Wolf. Wir haben schon ein Drachenei hier. Man kann sie nicht über das Portal transportieren. Ist doch breiter, als ich dachte, der Kamm. Mist. Gut, guck mal von unten rein. Obsidian. Frostpfeile. Das ist neu, ja. Holz kann hier bleiben. Die können hier bleiben. Ja, Pilze sollten wir auch genug haben. So. War ein Drachenei. Also das Drachenei. Na, ich habe immer wieder diese Drüsen dabei. Da im Norden noch weiter. Geht runter. Das Ding da ist vielleicht... Nein. Jo, mehr Drachen. Da. Nicht getroffen werden, das machst du. Yeah. Essen ist nur so ein bisschen vorhanden gerade. Genau, einmal nachlegen. Besser. Noch ein. Nehmen wir.
wir hier irgendwas finden, das so zerklüftet alles. Aber hier sollten wir uns bei unserem ersten Trip eigentlich umgeschaut haben. Ist das da unten ein Wolfsbau? Sieht ein bisschen so aus. Wir müssen uns ein anderes Gebirge suchen. Wenigstens Fleisch und Pelze. Das Ende vom Kamm hier und danach können wir auch raus. Fertig. Bist du? Ja. Ist gerade dasselbe? Ja. Schauen, zeig mir eine Eisfestung oder ein Eislabyrinth oder was ist das da hinten? Sieht aber alles flach aus, ne? Ja. Auf jeden Fall eine andere Insel, die wir bei Zeiten anschauen können. Genau, hier runterrutschen. Ziegenmodus aktiviert. Schnaufen, schnaufen. Okay, wir merken uns, wenn wir Wölfe und oder Drachen jagen wollen, können wir das beim Dorf machen, bei dem Gebirge. Aber sonst scheint hier wirklich nichts zu sein. Ja, noch eine Drachentrophäe. Also ganz eventuell ist irgendwo an dem Hang runter noch ein Eingang, aber das ist viel zu schwer zu erkennen. Ah, ne. Schade, schade. Ich denke, ich schicke dann Ash jetzt erst einmal wieder nach Hause, das dauert ja ein Momentchen. Ja, und eine Weile mit dem Boot durch die Gegend. Weil auch das Gebirge da bei dem Händler sieht nicht wirklich groß genug aus, als dass man da irgendwas erwarten sollte. Vielleicht haben wir Glück. Und da ist irgendeine Sache. Aber wir wollen ja viele verschiedene Dinge in diesem Gebiet sehen. Das bräuchte vermutlich mehr Platz. Also ja, wir sehen uns wieder, wenn Ash ein bisschen in der Welt rumgekommen ist. Sobald irgendetwas Interessantes auftaucht, schauen wir ihr natürlich sofort wieder über die Schulter. Und nebenbei macht sie ein bisschen Gartenarbeit, dass wir genug Nahrung haben und arbeitet weiterhin am Eisen, Kupfer, Zinn, dass alles zu Genüge da ist. Also bis dann.